Das passiert echt noch Zeichen und Wunder. Ich habe meine Katzen vergessen. Oh mein Gott, Leute, ich habe meine Katzen vergessen. Wartet. 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 Ich hab's gleich. Daki! Hallöchen! Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. Gestern war ein Vormittagsstream, der ein bisschen in den Nachmittag mit ausgeartet ist. Und heute ist wieder ein Abendstream. Neuer Content von Final Fantasy. Muss gespielt werden. Da oben, da stehen wieder Quests. Ich glaube nicht mehr lange. Ich denke mal, wir sind so ungefähr in der Mitte. Etwas kurz vor der Mitte des Patches. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Beim letzten Mal sind wir ja in dieses komische Portal. Und jetzt sind wir hier im komischen Reich der Nichtsgesandten. Hier ist es ganz schön dunkel in dem ganzen Ding. Aber es sieht gut aus. Ich stand ohne Witz tatsächlich gestern erstmal noch, ja, knappe 1,5 Stunden in dem Gebiet hier rum. Nur, um mir das hier 1,5 Stunden lang anzugucken. Ob ich ein Problem habe? Ja, ganz gewaltig. Ob ich süchtig bin? Oh ja. Es ist so warm. Oh, armes Kitty. Das bei uns geht. Der Keller ist warm. Vielleicht hätte ich nicht seit heute Morgen hier drin sitzen dürfen. Ich habe übrigens doch nochmal meine Frisur geändert. Irgendwie ging es nicht anders. Wir hatten ja von Teil 13 geredet, ne? Gestern. Ich hab da mal was gemacht. Ich hab hier mal die Frisur von 13. Ne? Von Lightning. Bei mir geht's. Ja, wie gesagt, hier geht's auch. Also wir haben zwar 30 Grad, aber es geht. Es sind tatsächlich angenehme 30 Grad. Und ja, es ist erstaunt, dass es sowas gibt. Aber wir haben einen richtig geilen Wind, der halt so schön durchbläst. Ja, kann man kaufen. Im Shop müsste bei einem kompletten Lightning-Kostümset dabei sein. Also plus Oberteil, plus Unterteil. Das ganze Kram kannst du kaufen. Du weißt nun leider nicht, wie viel. Du kannst, glaube ich, auch Yuna und Tidus das Outfit kaufen. Im Shop. Richtig cool. So Urlaub und nicht. Und nicht im Urlaub gestreamt. Nee, das geht ja mal gar nicht. Ich ahnte einen Ausfall des PCs. Festplatte im Po. Mein Po hat mir mein Mainboard und den ganzen Kram zugeschickt und nur noch Arbeitsspeicher noch besorgen. Oh, no. Kacke. Aber nee, im Urlaub tatsächlich nicht gestreamt. Wir waren nämlich gar nicht da. Wir waren unten in Bayern. Da ist es sowieso nicht, oder zumindest da, wo wir waren, war nicht viel mit Empfang. Unser Radio im Auto dachte sich auch nur so. Nö. Ich mach auch Urlaub. Ich hab keinen Bock auf den Mist. Bin aber kein Kerl. Denn allein nur um das Tidus-Outfit zu haben, erstellst du dir einen Kerl. Ich hab's auch nicht. Aber das Yuna-Outfit habe ich tatsächlich. Ich weiß doch nicht, ob den oder auf meinem anderen Schal. Aber ich meine, das Yuna-Outfit habe ich. Aber es ist einfach schön. Ja, war's. War's. Oder war echt schön. Und auch mal nötig. War echt mal nötig. Also ich wollte eigentlich die Outfits zeigen, ne? Hat super geklappt gerade. Weil ich finde, die Frisur passt tatsächlich zu viel. Irgendwie dazu finde ich es richtig cool. Ich habe auch... Ich muss es jetzt erstmal finden. Ich weiß nicht mal, auf welchem... Nein? Ja! Ich habe gestern ein bisschen mit einem Glam rumgespielt. Und mir das Oberteil geholt. Vom Marktbrett. Ich finde das Outfit so geil.
Es hat irgendwie was. Ich soll damit nur nicht herumlaufen. Nein. Und das hier. Das habe ich mir auch endlich holen können. Das ist so toll. Ich liebe diesen Rucksack. Was? Ist tatsächlich von der Insel. Gibt ja jetzt die Insel. Deswegen. Ne? Daher habe ich das Oberteil. Für die, die sich wundern. Und nein, ich renne damit jetzt nicht rum. Könnte irgendwann böse enden, wenn nochmal Kämpfe kommen. Oh, ich muss nochmal mit den Viechern reden. War der Gefangene-Helle-Kopf noch gar nicht gefressen? Dann kann ich ja vielleicht... Nein, kannst du nicht. Am schlimmsten sind diese Viecher da, ne? Vor allem wie bei den Spinnen. Es ist so furchtbar. Es ist aber nur furchtbar, obwohl sie nur 6 Beine haben. Ah, Golbis. Ja, den kenne sogar ich. Dafür muss man nicht besonders schlau sein. Niemand hat ihn je gesehen, weißt du. Aber seine Elementarfürsten sind immerzu unterwegs und machen Stunk. Und wer die spurt, wird sofort gefressen. Wer schwach ist oder nicht kämpfen will, dem bleibt nur die Flucht. Sonst ist es aus. Aber auch das schaffen nicht alle. Golbis scheint in seinem Gefolge keine Schwäche zu tolerieren. Vielleicht findest du irgendwo ein Nichtswesen, dem die Flucht geglückt ist. Sicherlich nicht dem Viech hier. Was tut der da eigentlich mit seinem... Bah! Das Viech hat aber verdammt viel... Ich habe was gegen Sachen, die viele Augen haben. Ich habe echt gegen... Da habe ich echt eine Abneigung gegen. Wirklich. Ah, meine Herrin mit den wunderschönen Augen. Kehrt doch zu uns zurück. Oh, ey, komm, kannst du mich... Bitte red mit dem Hinterteil mit uns. Oh, warte mal. Ich leg mal kurz die Sprechblase darüber. Perfekt. Golbis, hast du Golbis gesagt? Ach ja, sie sprach auch von ihm. Und auch ich kenne ihn und seine Fürsten. Stark sind sie wahrlich. Befallen alles und jeden, was sie nur wollen. So gab mir meine Herrin einen Befehl. Beschützen sollte ich sie vor ihnen. Sie und diese Burg. Welch wunderbare, wunderbare Aufgabe. Die Golbis vier Fürsten scheinen regelmäßig in die Territorien anderer Nichtswesen einzufallen. Kein Wunder, dass sich die Bewohner dieser Burg vor ihnen hüten. Oh, bloß weg da. Das ist das andere Viech. Wenn das nicht mal ein schöner Brunnen ist. Wenn das nicht mal ein wirklich schöner Brunnen ist. Oh, die köstliche Seele kehrt zurück. Nein, nein, ich bleibe artig, versprochen. Golbis? Nie getroffen den Kerl, aber ich kenne ihn. Jeder kennt ihn. Er hat ein Gefolge. Sein Gefolge hat ein Gefolge. Niemand trifft ihn, aber alle kennen ihn. Golbis scheint noch mehr Anhänger zu haben als seine vier Fürsten. An ihn heranzukommen, dürfte sich schwierig gestalten. Dezent. Ich muss jetzt nicht ernsthaft wieder... Die haben es hier aber, ne? Rennen wir halt wieder zurück, ne? Passt schon. Passt schon. Weit entfernt. Manchmal hätte ich es gerne wie in WoW, dass man einfach auf seinem Mount sitzen bleibt. Ich finde das so dezent nervig. Nur ein ganz kleines bisschen. Hi. Adari, du bist zurückgekehrt. Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Ja, dieses und jenes, ne? Ich will immer noch dieses Outfit von Zero haben, ne? Das ist so schön. Golbis hat also ein riesiges Gefolge angeführt von seinen vier Elementarfürsten.
Ihr Befehl, Gebiete anderer Nichtswesens zu überfallen, deckt sich auch mit Scaramelliones Verhalten. Ich kann diesen Namen bis heute nicht richtig aussprechen. Ich habe es, glaube ich, bisher einmal geschafft. Allerdings muss es einen Grund dafür geben, weshalb ihre Anführer sich selbst nicht blicken, ihr Anführer sich selbst nicht blicken lässt. Er hackt etwas aus. Und wir müssen uns entscheiden, worauf wir uns konzentrieren. Stellen wir diesen Fürsten nach, die durch die Lande ziehen, oder suchen wir uns einen Deserteur aus Golbes Armee? Fest steht nur, dass wir in dieser Burg nicht mehr erfahren werden. Zero, ich habe eine Bitte an dich. Wie du weißt, suche ich nach meiner Schwester Astaria. Astaria war es, glaube ich, wie es ausgesprochen wurde. Ich will sie um jeden Preis finden. Dazu muss ich selbst der kleinsten Spur nachgehen. Im Moment führt uns diese zu Golbes. Ich muss zu ihm gelangen. Dazu ist dein Wissen und Können unabdingbar. Ich bitte dich also, uns zu begleiten. Ich höre eine Bitte, aber kein Angebot. Habt ihr die Grundregel dieser Welt schon wieder vergessen? Wenn ich mitkommen soll, müsst ihr mir das schmackhaft machen. Was habe ich davon? Kein Nichtswesen lässt sich auf eine Bitte ein. Außer natürlich, es plant ein Hinterhalt. Oder wollt ihr mir gerade drohen, mich in einen Pakt zwingen, wie Xenos es getan hat? Was hättest du denn gerne als Gegenleistung? Kommt mir am sympathischsten drüber. Es gibt nichts, was ich haben will. Ich habe weder Wünsche noch Ziele. Wozu auch? Deswegen habe ich mich auch nicht weiter gewehrt, als mich die Bewohner dieser Burg angegriffen haben. Ob ich sofort falle oder in einem Kerker versaure. Was macht das schon für einen Unterschied? Eben. Also gibt es auch keinen Grund, unsere Bitte abzulehnen. Sofern wir dich angemessen vergüten, natürlich. Genau das sage ich doch die ganze Zeit. Also gut, Zero. Wenn du dich uns anschließt, werden wir dir Ether geben. So viel, wie dir für deine Dienste zusteht. Wie viel Ether wollt ihr denn bitte aufbringen? Oh, ich ahne doch, dass das wieder nach ganz hinten losgeht. Geht doch, warum nicht gleich so? Nachdem es nun endlich geklärt ist, wohin als nächstes? Im besten Fall an einen Ort, den einer der vier Fürsten demnächst überfallen wird. Oder wir suchen eben doch nach einem Deserteur aus Golbes Nichtsarmee. Lasst uns Bingo spielen! Nicht? Okay, gut. Zumindest weiß ich, wo ihr einen Deserteur finden könnt. Ich führe euch hin. Also hast du auch einen Plan, wie wir von dieser Burg wegkommen? Zu Fuß ist hier scheinbar nicht möglich. Mich brachten sie auf einem zahmen Reittier hierher. Das könnten wir nehmen. Stimmt. Um die Dachgärten herum tummelten sich zahlreiche fliegende Kreaturen. Wir sind eine große Gruppe, also werden wir auch ein großes Exemplar finden müssen. Mit etwas Äther ist das aber kein Problem. Dann auf zu den Gärten. Ich darf jetzt nicht wieder ernsthaft hochrennen. Können wir nochmal zu der Bitte kommen, das wie bei WoW zu machen, dass ich auf dem Reittier sitzen bleiben darf? Nein? Gut. Okay, der ist cool. Wir haben gestern von einem Schädel geredet, ne? Da ist ein Schädel. Ein schwebender. Wenn er im Laufe der Geschichte einen Körper sucht. Kommen wir auf das Thema von gestern nochmal zurück. Uiuiui, das muss Meister Golbes erfahren. So, ich lasse mir jetzt bewusst liegt aufs Reittier. Ich muss eh gleich wieder absteigen. Ich stelle mir jetzt aber mal eine Frage. Wir haben so viele Reittiere, ne? Die wir irgendwo eingepackt haben. Können wir nicht eines dieser Reittiere nehmen? Und hallo Hybrid. Danke für die 50 Kajauten Bits. Wie geht's dir? Oh, ist das so schön. Ich will hier nicht weg. Ich bleib hier einfach. Ich bleib hier einfach.
Das ist einfach so schön. Die Musik dazu. Lasst mich hier, bitte. Hier tummeln sich zahlreiche Flugwesen. Gerade beherrscht sie die Angst vorm Verhungern. Also wird schon eine kleine Menge Ether ausreichen, um eines davon zu zähmen. Alles bereit? Ja. Da ist einer. Ach ja. Ich vergesse es immer wieder. Ich antworte gleich, Hybrid. Sag aber. Hä? Du kannst aber schon mal schreiben, was du zu essen machst. Das kannst du gerne mit uns teilen. Ich bin doch neugierig, was du isst. Meistens so leckere Sachen. Gut, jetzt hört er auf mich. Steigt auf. Also, Hybrid, dein Essen schickst du bitte per Post zu mir, ja? Ich will auch. Und ja, mit dem Neid hast du recht. Ich will auch. Bär. Den Dackelmonster. Etherefel muss mal ganz gut. Das war übrigens ein ellenlanger Weg, den ich da durchgehen musste, um da wieder hinzukommen, wo ich war. Was ist das für ein Ort? Einer, den ich erschaffen habe. Um mich hier alleine zu verbergen. Zumindest war das der ursprüngliche Plan. Aber dann zog es alle hierher, die es nicht geschafft haben, sich dem Gefolge eines Stärkeren anzuschließen. Ja, waren schon viele. Eine Zuflucht für die Heimatlosen. Hi. Peace, Leute. Ist so, Darky, ist so. Wir sind zäh und unverdaulich. In diesem Dorf herrsche ich. Jetzt wissen sie, dass ihr zu mir gehört und werden euch in Ruhe lassen. Ich schwörte aber so ein paar blaue Flammen rauf und... Okay. Der ist aber süß, der kleine Gremlin. Der da hinter der Statue. Der ist ganz knuffig. Da hier. Das hier ist mein Unterschlupf. Es verschlägt selten jemand hierher, also ist es relativ ruhig. Normalerweise wissen sich in meinem Territorium alle zu benehmen. Aber wenn sie euren köstlichen Äther wittern, kann ich für nichts garantieren. Selbst wenn ihnen klar ist, dass sie sich ins Verderben stürzen, ist es für sie schwierig, ihren Instinkten zu widerstehen.
Zu stark ist die Gier nach Äther. Sollte das passieren, müsst ihr euch aber keine Sorgen. Müsst ihr euch aber keine Sorgen machen. Jeder, der angreift, wird vernichtet. Das ist meine einzige Regel. Harte Regel, aber ich akzeptiere es. Die Frömmigkeit kann ich, glaube ich, gebrauchen. Muss ich dran denken. Ihr wisst um die Gefahren. Was wollt ihr jetzt also machen? Die alle sind aus dem einen oder anderen Gefolge geflohen. Wer von ihnen aber Golbis gedient hat, werdet ihr erst erfahren, wenn ihr direkt danach fragt. Und die meisten waren auch schon in eurer Welt. Also wird auch keine Sprachbarriere im Weg stehen. Danke dir für deine Warnung, Serum. Aber ich darf nicht zaudern. Meine Schwester braucht mich. Wir müssen das Dorf nach Golbis befragen. Sputen wir uns, um so schnell wie möglich wieder hier einzufinden. Wenn es sein muss. Du ziehst auch los, oder? Dann schließe ich mich dir an. Helfen werde ich dir nicht, wie bereits gesagt. Aber ich will hören, was du herausfindest. Gut, bereit, wenn du es bist. Nett. Will ich helfen, kommt aber trotzdem mit. Das ist aber echt spärlich eingerichtet. Ich könnte jetzt hinterfragen, wo das Klo ist. Nein. Denn wir, vergiss nicht, ich werde dir nicht helfen. Theo begleitet dich jetzt. Ja, ja, ich weiß. Das ist genau das gleiche wie sonst auch. Kriegen wir hin. Ja, der ist immer noch so knuffig. Da. Ja, der ist viel zu süß. Das ist das Herz meines Territoriums, wenn du so willst. Normalerweise ist hier niemand zu sehen, aber du und deine Freunde sorgen für Aufregung. Diese Statue, woher sie kommt, kann ich dir nicht sagen. Erinnerungen habe ich keine an sie. Ich bin mir ganz sicher, dass ich sie nicht mit Vorsatz erschaffen habe. Und eigentlich will ich auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Okay, dann lässt du's. Dann lässt es halt sein. Komm mir nicht zu nahe, sonst fresse ich dich. Bitte? Das Thema mit dem Essen hatten wir schon. Golbis, Golbis. Ja, den Namen habe ich schon gehört. Ah ja, ich erinnere mich. Der mit seinem heiligen Krieg ist das doch. Keine Ahnung, worum es dabei genau geht. Aber es klingt köstlich. Ein heiliger Krieg? Wer hat dir das erzählt? Farello. Er hat zu Golbis Gefolge gehört und erzählt die ganze Zeit von all den schrecklichen Dingen, die er angeblich gesehen hat. Verstehe. Die Sache sollten wir wohl auf den Grund gehen. Oh, nicht schon wieder so ein Käferspinnenvieh. Oh, das ist ja furchtbar mit denen. Du bist mit ihr unterwegs? Also gehörst du wirklich zu ihrem Gefolge? Du weißt doch, dass ich kein Gefolge unterhalte. Sie will dir nur ein paar Fragen stellen und du sollst sie beantworten. Golbis, den kenne ich nicht. Ich kenne nur Skatatsch. Sie hat uns in die andere Welt geführt, aber ich habe Angst bekommen und mich aus dem Staub gemacht. Seither bin ich hier, also kenne ich auch niemanden sonst. Und ich will auch niemanden kennenlernen. Nein, danke. Skatatsch war ein mächtiges Wesen mit riesigem Territorium. Aber sie hat das Nichts schon vor langer Zeit verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas mit Golbis zu tun hat. Okay. Der andere ist irgendwo da hinten. Ah, ein kleiner Goblin. Aber wie einfach im Hintergrund die Final Fantasy 4 Musik läuft, ne? Zumindest so teilweise. Manchmal mitbekommt es so ganz langsam wieder raus. Bisschen umgemodelt. Aber dennoch schön. Du bist einer der Sterblichen. Sag, ist man wirklich tot? Tot, wenn man da drüben stirbt? Dann ist es also wirklich wahr. Und was willst du denn hier? Ah, Golbis. Ich habe vor einer Weile schon gehört, dass er sich ein starkes Gefolge für seine Armee zusammensucht. Nur hat er jetzt damit aufgehört, heißt es. Stattdessen frisst er nur noch. Vielleicht ist ihm seine Schar inzwischen groß genug und er kümmert sich um seine eigene Stärke.
Ein Zeichen, das etwas aussagt, wenn du mich fragst. Zufrieden mit dem, was du gehört hast? Ah, aber gehen wir ein Stück weg, bevor du am Ende doch zu köstlich erscheinst. Nee, gefressen werden will ich nicht. Huch. Wer hätte gedacht, dass die Gerüchte um Golbisch selbst bis in mein abgelegenes Territorium vordringen? Was auch immer sein heiliger Krieg ist, er scheint seine Kraft darüber zu sammeln. Allerdings habe ich wirklich nicht erwartet, dass Farfarello einmal zu Golbes Gefolge gehört hat. Es grenzt an ein Wunder, dass er ihn und seine Fürsten belebt hat. Ja, einen haben wir ja wie gesagt schon kennengelernt. Ah, lass mich erklären. Farfarello ist zweifelsohne der Schwächste in meinem Dorf. Daher hält er sich versteckt und zeigt sich so gut wie nie, weil er Angst hat, gefressen zu werden. Aber einen Freund hat er. Ciriato. Ciriato? Er ist genauso feige wie Farfarello. Beim ersten Anzeichen von Gefahr nimmt er die sprichwörtlichen Beine in die Hand. Wenn sie es vor Hunger gar nicht mehr aushalten, fressen sie den Äther des jeweils anderen, habe ich gehört. Aber ich schweife ab. Du willst mit Farfarello sprechen, nehme ich an. Dann komme ich mit. Vielleicht ergreift er dann nicht sofort die Flucht, sobald er dich sieht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nee. Na. Sie sind durch das Portal gedrungen, haben Burg Treuer besetzt und dann auch noch Skamillionen niedergestreckt. Oh, ich hab's doch richtig ausgesprochen. Ich vermag es nicht zu glauben. Das ist doch nicht alles! Eine von ihnen hat Skamillionen in einen Kristall verwandelt. Ich habe es selbst gesehen. Bei meiner Seele. Memoria. Was für ein überaus nostalgisches Wort. Und ein dummes. Jeder, der die Macht besaß, wurde mit Haut und Haar von der Dunkelheit verschlungen. Wir sind diesem Schicksal nicht entkommen und so auch kein anderer. Und doch kommt von Skamillione keine Antwort. Lebte er noch, wäre er schon längst wieder auferstanden. Seine Stärke mochte nicht an eure herankommen. Doch seine Regenerationskünste waren wahrlich einzigartig. Die Macht der Memoria müsste längst vergessen und verschollen sein. Doch wenn es tatsächlich noch solche gibt, die sich ihrer bedienen, müssen wir sie auslöschen, ehe sie zu einer Bedrohung werden. Dann überlasst mir die Ehre. Die Kaiserin des Windes wird sich darum kümmern. Alle, die sich Meister Golbes Ambitionen in den Weg stellen wollen, müssen sich erst mit meinem Stirn messen. Ja, zweifelsohne bist du die richtige Wahl für einen Schlag wie diesen. Und wenn die Schlacht erfolgreich geschlagen ist, erwarte ich eine Belohnung für meine Mühen. So nenne deinen Preis. Der Äther des Drachen. Ich will den Rest. Alles, was davon geblieben ist. Du vergisst dich bereits, ja. Was soll ich sagen? Ich bin frei wie der Wind. Und ohne ein festes Versprechen werde ich mich nur schwerlich bändigen lassen. Der Preis, den du verlangst, ist hoch. Damit wandelst du auf schmalem Grat, der keine Fehltritte erlaubt. Die wird es nicht geben. Das gelobe ich. Bei der wilden Pracht meines Herzens. Dann spute dich.
Lass ihre Niederlage so schmerzhaft sein, dass sie sich tief in ihre Seelen brennt. Sehr wohl. Da waren es nur noch zwei. Ach ja, Paparizzi erkennen wir ja auch aus Teil 4. Beziehungsweise noch nicht. Wir sind dir ja noch nicht begegnet. Aber ich glaube... Doch, im Teil 4 sind wir, glaube ich, sogar Millionen schon begegnet. Also dem ersten Flair, damit er ist. Ja, wir müssen unbedingt Apple 4 weiterspielen. Ich weiß es ja. Normalerweise trifft man Farfarello am Rand meines Territoriums, weit weg von allen anderen. Ein ganzes Stück östlich von hier sollten wir ihn finden. Östlich. Ja, da. Also irgendwo hier. Das war einfach. Oh nein, was soll ich jetzt noch machen? Ciriato, dich habe ich nicht erwartet. Wo hast du Farfarello gelassen? Farfarello? Ah, ja sicher. Farfarello, er ist weggelaufen. Ja genau, weit, weit weg. Weit weg? Das klingt so gar nicht nach ihm. Was soll ich sagen? Er ist eben fort. Und schon rennt er wieder weg. So macht er es immer. Aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, wenn du mich fragst. Andererseits täusche ich mich bei sowas scheinbar ständig. Was sagst du dazu? Er war verstört. Hat ihn vielleicht jemand angegriffen? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Als wir ihn trafen, saß er ruhig an einem Fleck. Hätte ihn wirklich jemand angegriffen, wäre er gerannt und gerannt, bis ihn der Äther ausgeht. So macht er das immer. Diese Geschichte macht mich stutzig. Farfarello ist nicht in seinem gewohnten Versteck und Ciriato, der ewig in Bewegung ist, kauert reglos an einem Ort. Nein, wir müssen Ciriato finden. Komme ich da überhaupt durch? Ja, komme ich. Nicht, dass ich jetzt hier einfach stur in die eine Richtung renne und nicht weiterkomme. Hi. Da ist er. Guck da, einsam und allein. Ciriato, wir müssen reden. Nein, dazu haben wir keine Zeit. Der Sturm zieht auf uns. Auf und sie mit ihm. Wir müssen fliehen, und zwar schnell. Sie? Von wem spricht er? Aber das müssen wir ihm wohl selbst fragen gehen. Ja, ich bin ja schon dabei. Das Schloss sieht man leider von hier aus nicht mehr. No. Das sind da, können wir uns das ein bisschen. Zerzett das? Nee. Das ist wie so ein Sternmeer. Zumindest ein bisschen. Da oben ist er. Was ist denn los mit dir? Wer zieht mit dem Sturm auf? Na, der Sturm, die Winde, Paparizia. Wer? Wir müssen von ihr fliehen. Alle, schnell. Ja, Mensch, der weiß aber schon wird Bescheid. Ich spüre nichts und niemanden, im Gegensatz zu ihm. Da vorne ist aber eine Sackgasse. Von dort aus kann er uns nicht mehr entkommen, es sei denn, er springt. Der war cool aus. Mit den Wolken. Oh. Diese Kristalle. Aber ich glaube, das ist ja Stein und kein Kristall. Ja, oh, so schön.
Nein, es gibt keine Kommen mehr. Wovor willst du denn überhaupt nicht kommen? Von Barbarizia, sag ich doch. Golbis Elementarfürstin des Windes. Achso, ich muss ja... Das habe ich einmal geklickt. Entweder frisst sie dich oder sie zwingt dich, ihr zu dienen. Für den Heiligen Krieg. Gefressen wird man aber sowieso. Ich wollte das nicht. Nichts davon. Deswegen bin ich doch hierher gekommen. Das erklärt einiges, aber nicht alles. Ich dachte, Favarello war derjenige, der einen Fürsten diente, nicht du. Und zusätzlich zu deinem merkwürdigen Benehmen von eben und Favarellos Verschwinden, scheinst du eine ganze Menge über diese Barbarizia zu wissen. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Er hat Favarello gefressen. Das ist also der erste Gedanke. Du sagst es. Scharfer Verstand. Hut ab. Ist das wahr? Hast du es getan? Und damit meine ich nicht nur etwas von seinem Äther. Du ihn ganz und gar verschlungen hast, will ich wissen. Aber woher wisst ihr das? Warum verschlingt jemand seinen... Nein, Gott. Nicht nur dein Verhalten ist mir aufgefallen, weißt du? Du bist mir aufgefallen. Du fühlst dich anders an. Aber die Beherrschung hast du nicht verloren, oder? Favarello hat dich darum gebeten, ihn zu verschlingen. Dir kann man nichts vormachen, oder? Okay, gut, das erklärt's. Es ist wahr. Favarello ist nicht geflohen. Ich habe ihn gefressen. Von niemandem hat er sich je mehr gefürchtet als von Barbarizia. Und er hasste das endlose Gekämpfe. Also hat er mich gebeten, ihn zu verschlingen, ganz und gar. Damit er nie wieder kämpfen muss. Also wählte er einen einzigen Ausweg des Schmerzes, anstatt einer Endlosigkeit des Kämpfes. Ich schätze, das passt zu ihm. Und trotz allem kann ich ihn immer noch hören, tief in meinem Kopf. Der hat Angst. Favarello hat so große Angst. Findet das noch jemand etwas verstörend? Dezent? Wenn man gefressen wird, mischt sich der eigene Äther in den des Angreifers. Zwar hat man keinerlei Kontrolle mehr, aber das Bewusstsein schwindet nie ganz dahin. Nett. Gäbe es in dieser Welt einen richtigen Tod, würde sich die Seele auch nicht so hartnäckig halten. Stattdessen würde sie früher oder später einfach in den Kreislauf des Äthers eingehen und sich damit vom Körper lösen. Aber hier gibt es keinen solchen Kreislauf. Damit doch kein Entkommen. Favarello ist nicht dumm. Das war ihm klar. Er muss wirklich verzweifelt gewesen sein, wenn er um so etwas gebeten hat. Und diese Verzweiflung steckt nun in Ciriato und verstärkt seine Angst nur umso mehr. Oder Freundschaft. Dieser Ort wird schon blutgetränkt sein. Weder ich noch Favarello wollen gefressen werden. Weil jetzt gibt es keine Kommen mehr. Dann erzähl mir von Barbarizia. Ich will wissen, mit wem genau wir es zu tun haben. Es ist zu spät, nicht mehr lange, und dann werden ihre Winde uns alle verschlingen. Wir kämpfen jetzt aber in dem Patch nicht gegen jeden der Elementarfürsten, oder? Wenn ja, dann kann das ein sehr, sehr langer Patch werden. Oh Gott, was geht los? Kriegt den Arsch voll. Jetzt bin ich gespannt, wie sie aussieht. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Sie nimmt gleich eine ganze Insel mit. Eigentlich kann sie nur nach euch suchen. Andere Unruhestifter fallen mir nicht ein. Natürlich. Vermutlich solltest du deinen Gefährten Bescheid sagen. Von uns dürft ihr euch keinen Schutz erwarten. Auch das ist mir klar. Hier sind die neuen Christine-Patches. Weißt du das doch gar nicht? Du hast doch gar nicht mitgezählt. Na doch, man kann im Nachhinein jetzt sehen. Wenn man weiß, wie die erste Quest heißt. Hieß. Ich glaube, ich müsste bei Quest 5 sein.
Wenn ich mich jetzt nicht gänzlich verzählt habe. Einer der vier Elementarfürsten ist auf dem Weg hierher? Wir werden also tatsächlich beobachtet. Nein. Für eine Lagebesprechung bleibt keine Zeit. Da ist sie schon. Ich will wissen, wie sie aussieht. Zeigt sie mir. Kommt. Nice. Nein. Hat, meine ich, Ähnlichkeiten aus Teil 4. Gut, Teil 4 war ein Pixelbrei, aber trotzdem. Nice. Nice. Ich dachte, ich müsste euch aus Burg Troja scheuchen. Stattdessen lauft ihr mir geradezu in die Arme. Du bist also diese Barbarizia. Ich habe aber ihren Kampf gehasst. Die Kaiserin des Windes. Aber liebt sie trotzdem. Was ist das hier überhaupt für ein garstiger Ort? No. Nichts als Kleinvieh. Puh. Nein, nicht der Gremlin. Du Monster. Mein Gremlin. Aber das Schwert ist geil. Scheinbar habt ihr Skarmelione auf dem Gewissen. Also, was wollt ihr hier? Wir suchen nach einem Drachen, der vor tausenden von Jahren in diese Welt gekommen sein muss. Weißt du etwas darüber? Genau, erzähl gleich den ganzen Plan. Ein Drache? Nun verstehe ich euren Plan, Meister Golbes. Für einen großen Fang braucht es einen großen Köder. Diese geniale Voraussicht will ich ehren, indem ich nun ihre Seelen restlos verspeise. Diese Worte. Du weißt etwas über Astaria. Du riechst auch danach, nach dem köstlichen Äther eines Drachen. Ich warne dich, du wirst an uns zu kauen haben. Wir sind zäh. Das werden wir sehen, mein kleiner Leckerbissen. Ich bin nicht Skarmelione, der seine Schwäche mit Hinterhalten kompensieren muss. Nee, aber sterben wirst du trotzdem. Ich lade euch nur zu gerne ein in meine Domäne. Kommt und seht selbst, wenn ihr so brennend an dem Drachen interessiert seid. Oder schlottern euch schon die Knie? Dann lauft nur davon, husch, husch. Schließlich habe ich hier noch ein ganzes Dorf voller Häppchen, an denen ich meinen Appetit stillen kann. Kommt das komisch, wenn ich sage, ich mag sie? Nicht für die nur eine Synchronstimme. Wir haben es gut hingekriegt. Das. Was jetzt? Das kann nur eine Falle sein. Ohne Zweifel. Aber wann sind wir je vor einer Herausforderung davongelaufen? Ich habe ja nicht gesagt, dass wir nicht gehen. Ich habe nur angemerkt, dass es eine Falle ist. Ja? Wir werden also gehen. Was ist mit dir, Zero? Ich hätte gern immer noch ihre Schuhe. Eigentlich ihr komplettes Outfit. Ich habe zwar gesagt, dass ihr mich neugierig macht, aber in so eine offensichtliche Falle renne ich bestimmt nicht. Ja, ich hab's mir gedacht. Zumindest nicht ohne Gegenleistung. Dann will ich dir meinen Äther anbieten. Mein Leben kann ich dir nicht geben, noch bin ich hier nicht fertig. Solange du diese Grenze nicht überschreitest, sollst du nicht mit mir nachdenken. Ich denke, das ist ein angemessener Lohn. Wie du weißt, war Barbarizia auf meinen Äther aus. Und so bist du dir seines Wertes ebenfalls gewahr. Nein, nur ein bisschen.
Gut. So soll es sein. Wir tauschen Drache gegen Drache? Nur so eine Idee. Je weniger Zeit wir dem Feind zum Stellen der Falle lassen, desto besser, besser rücken wir aus, sobald alle bereit sind. Das ist wahr, und dennoch plagt mich mein Gewissen, ob all der Seelen, die Barbaritz hier an sich riss. Wären wir nicht hier, wäre nichts davon geschehen. Wenn du Zeit brauchst, Hero, dann... Zeit? Wozu? Was ist hier Normalität? Ganz offensichtlich. Wenn man etwas will, so nimmt man es sich mit Gewalt. Also kommt, heulen wir mit den Wölfen und entreißen dir ein paar Antworten. Hybrid, wir heulen mit dir! Er sagte Wölfe. Bei der wievielten bin ich jetzt? Ja, es interessiert mich. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist die 6. Quest. Ich habe mich tatsächlich nicht verzählt. Seid gewarnt. Barbaritia deutet an, dass sie euch Antworten gebe, wenn ihr sie besiegt. Aber das kann sie nur dann, wenn wir ihr ein Fenster zum Wiederkehren lassen. Ich muss wohl nicht betonen, wie gefährlich das ist, gerade bei einem mächtigen Wesen wie ihr. Stattdessen sollten wir sie bei erstbester Gelegenheit versiegeln. Und dann berührst du einfach die Memoria und blickst in ihre Vergangenheit. Ich werde es versuchen, aber kann nichts versprechen. Gut, sollte es nicht funktionieren, müssen wir eben anderswo nach Antworten suchen. Dies ist sicherlich nicht die letzte Gelegenheit, um mehr über Astarias Verbleib zu erfahren. Verliert Golbis einen weiteren seiner Fürsten, ist er zum Handeln gezwungen. Und dann warten wir ganz geduldig, dass er zu uns kommt. Das ist wahr. Oscar Mione hat uns bereits bewiesen, dass uns ein derartiger Kampf alle Kräfte abverlangt. Zurückhaltung wird uns teuer zu stehen kommen. So wollen wir sie bei erster Gelegenheit versiegeln. Ganz so, wie Cero es vorgeschlagen hat. Dann sind wir uns hier einig und können aufbrechen. Lass uns den Nischroch nehmen. Ganz tolle Idee. Gerade wieder da beim Nom-Nom machen. Na, no, was gab's denn? Und WB. Barbaritius Territorium. Für ein Etherit dazwischen wird mal ganz gut. Die Musik. Ihr seid nicht die Teil Einzigen, 4. die auf dem Wind reiten. Sehr geil. Warum esst ihr heute alle so was Tolles? Ich will auch. Wir kümmern uns um ihr Gefolge. Barbaritia ist dein. Ja, klar. Ich darf die Drecksarbeit machen. Ach, komm schon. Einen Ätheriten gibt's da nicht, weil die nicht kein Äther haben. Vielleicht die Theorie habe ich. Deswegen sage ich ja, das wird ja nichts. Aber es wäre trotzdem ein netter Gedanke. Es wäre ja trotzdem ein netter Gedanke. Das mit dem Äther ist ja, ja doof gelaufen. Okay, die würde gleich mitkommen. Yay! Das verkacke ich. Ey, aber wer ihr lacht. Bin neu, ich weiß da nichts von. Deswegen will ich ja mit, oh Gott.
Kann ich euch schon einladen? Ja, ne? Einmal.